Heute, was geht ab, Leute? Hunger? Es ist nicht Ende des Monats, aber Ende von Grodon. Keine Ahnung, wieso mitten im Monat. Normalerweise sind die ja immer am Ende des Monats. Zumindest die Raubkatzen, bei denen war das so. Auf jeden Fall leider kein Gut mehr bekommen. Obwohl ich sogar am Ende noch relativ mich reingesteigert habe. Samstag diese halbe Tour da, wo wir halb getriggert haben und dann halb Legendäre gejagt haben. Und dann am Sonntag nochmal die gescheite Raid-Tour. Und dann heute sogar noch ein paar mitgenommen. Überraschenderweise nur noch viele Glodons geschlüpft. Hat trotzdem kein Gut mehr erwischt. Aber wie immer, am Ende schauen wir uns die Statistik an. Wie viel habe ich gefangen, wie viele Bonbons, was ist mein Bester und so. Und dann habe ich noch eine kleine Box. Wird mal wieder Zeit für ein Unboxing. Und diesmal wieder von Wootbox. Aber erstmal zum Glodon. Ich habe auch heute ein Video zu Kyogre gemacht. Also heute ein Kyogre-Video und ein Glodon. Schaut euch das nochmal an. Vor allem sehr interessant für alle Apple- und iPhone-User. Wie ihr sehen könnt, ich laufe momentan noch mit Glodon herum. Wie viele Bonbons habe ich denn? 97. Und 240 irgendwas brauche ich, um den auf Max zu pushen. Leider keinen so guten. Der beste war immer noch der, den ich schon die ganze Zeit hatte. Also auf der Tour habe ich mich leider nicht verbessert. So, Combat Power. Das sind die zwei mit Wetterbonus. Die habe ich ja im Ostpark gefangen damals. Und immer noch der hier, 2302, der übrigens nur 89 hat. Und HP auf 15, was mir nicht so taugt. Ich habe hier noch irgendeinen, der hat Ange 15, den werde ich wahrscheinlich pushen. Das ist nicht der. Der hier ist es. Der hat leider nur 2295. Muss ich dann irgendwann mal genau nachschauen. Oder ihr macht es und schreibt es unten in die Kommentare, wie viel IV der hat. Ich glaube 89. Was halt schon ein bisschen traurig ist. Moveset und so, die besten Attacken habe ich natürlich am Anfang gemacht, wo der eingeführt wurde. Am besten zwei Boden oder mit Solarstrahl ist er auch nicht schlecht. Dann scrollen wir mal kurz runter, weil diesmal habe ich alle gesammelt. Also das ist mein Bester, 2302. Die anderen sind halt auf Level 25 mit Wetterbonus. Für Doppelbombung Event, was eigentlich demnächst sein müsste. Letztes Jahr war es eben Valentinstag, also müsste es theoretisch dieses Jahr auch wieder Valentinstag sein, was halt nur noch einen Monat hin ist. Und dadurch, dass die Box auf 1500 erhöht wurde, habe ich halt den Freiraum, den Spielraum, die ganzen Godons zu behalten. Vor allem sind das halt 20 Kilometer, die ich mir spare durch einen doppelten Bonbon. Der schlechteste 2241. Ich zähle mal ganz kurz durch, wie viele das sind. 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26. Ja, fast 30 Bonbons, 60 Bonbons. Das heißt, ich hätte 157, bisschen weniger. Dann fehlt nicht mehr viel, um den auf Max zu pushen. Schauen wir noch kurz auf den Pokédex, meine Statistik. Zwecks Golem. So. Allerletzter Eintrag. Keine Ahnung, wieso der zuerst kam. Laut dem Pokédex müsste eigentlich zuerst Kyogre kommen. Muss natürlich wie immer ein bisschen laden. So. 32 von 43. Auf Twitter gibt es immer diese Pokédex-Battles. Habe ich heute teilgenommen. War nicht so gut. Ich weiß gar nicht, was diesen Monat war. Wieso habe ich so wenig gemacht? Ich war sehr beschäftigt, ich erinnere mich. Okay. Aber egal. Immerhin noch 32 gemacht von 43 ist. Drei Viertel Fangquote ist echt nicht schlecht. Eigentlich, der war echt leicht zu fangen. Letztens auf der Tour, also gestern, habe ich auch 100% Fangrate gehabt. Also, wir haben den 10 oder 11 Mal gemacht. Ich habe alle gefangen. Also, da lief es echt nicht schlecht bei Gordon. Auf jeden Fall schreibt unten rein, wie viele Gordons ihr gemacht habt, was euer Bester ist, vielleicht eure Fangquote. Alle Infos zu Gordon unten in die Kommentare. Auch falls ihr einen 100er habt, ich kenne viele mit 100% Gordon. Also, von denen kenne ich echt die meisten. 100% Godon haben. So, dann geht's weiter mit der Box. Haben wir schon eine Weile nicht mehr gemacht. Um genau zu sein, Monat circa. Weil einmal im Monat kriegt die, wenn alles gut läuft. Ein Partner haben wir leider verloren. Da kam das nicht so gut an. Wegen den Jungs, die haben zu viel Schmarrn gemacht. Aber egal, danke an Wootbox. Link ist unten in der Beschreibung, könnt ihr die abchecken. Jeden Monat ein Box mit einem speziellen Thema. Und schauen wir mal, was das Thema von diesem Monat ist. Okay, steht schon da, oldschool. Und dann, wie immer, Foto, teilen,
und irgendwas gewinnen. Ich habe da noch nie teilgenommen, wo ich das immer vorhabe. Aber vielleicht diesen Monat. Folgt mir auf Instagram, um da up to date zu sein. Ich sehe hier schon was. Was nicht mein Stil ist, aber ich habe schon eine coole, zu einem Portemonnaie von Legend of Zelda. Alles klar. Ist cool. Sehr cooles Spiel. Demnächst vielleicht auf Twitch werde ich eins durchzocken und streamen. Falls wir unser Twitch-Setup endlich mal haben. Dann. Ghostbusters. Also ich wusste, dass es Ghostbusters ist, aber da steht irgendwie ganz andere Sachen drauf. So. Ein Sammel-Auto-Action-Figur. Ghostbusters. Na 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 na. Ich check dieses We Love Titans nicht. Was haben diese Titans damit zu tun? Slime Echo One Titan. Vielleicht ist es einfach nur die Marke von den Figuren. Hier gibt es alle Figuren. Um ehrlich zu sein, ich erinnere mich auch nur an Slimer von Ghostbusters. Dann. Ah, okay. Ein Bild. Wie nennt man das? Ich weiß, wie man das nennt. Mir fällt es nur gerade nicht ein. Aber es ist ein cooles Bild. Also, das ist von Fifth Element. Aber mir fällt nicht ein, wie diese Art von Dingern heißt. Obwohl ich Kunstleistungskurs hatte. Ich fragte immer, was ist das für eine Puppe? Ich habe eigentlich ein Video dazu gemacht, aber nicht hier nochmal. Und zwar ist das meine Abschlussarbeit in Kunst. 15 Punkte übrigens. Oh nee, 14. Ich hatte den Theorie-Teil nicht so gut gemacht. Offensichtlich. Das ist natürlich keine Überraschung. Und dann haben wir noch ein Shirt und wie immer einen Button. So, schauen wir uns das Shirt kurz an. Ich sehe irgendwas mit Dewey. Oh, der ist leider gestorben. Aber Malcolm mittendrin. Malcolm mittendrin habe ich für echt gerne geschaut. So. Moment. Dafür müssen wir kurz aufstehen. So, ihr seht es vor mir. Ich habe schon gesehen mit Dewey. Live, die. Echt schade. Shoutout an ihn. Dann haben wir, wie gesagt, noch einen Button. Oder einen Pin, aber der sagt mir echt gar nichts. Holzfressendes Feuer. Auf jeden Fall, das war's von der Box. Wie gesagt, nochmal Shoutout und Danke an Woodbox. Checkt die ab, Link ist unten in der Beschreibung. Und schreibt unten rein, was euer bestes Godon ist, wie viel ihr gefangen habt, was eure Fangstatistik ist, all dies das. Das war's von mir. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Checkt das Kyogre-Video ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook und Twitter. Vergesst nicht, Pokémon ist hier das Business.